Und wir sind wieder zurück. Jetzt mit der zweiten Etage der Tankstelle. War hier noch nie oben. Weiß gar nicht, ob das neu ist. Und schauen wir mal, welche Schätze sich dort versteckt haben. Oder doch, irgendwie kommt es mir doch bekannt vor. Oh, Mechanikerbuch ist schon mal gut fürs Minibike. Genau, nicht nach Norden laufen. Ah ja, dann machen wir mal wieder Türen auf. Ich hoffe, es ist nicht nur wieder Klo. Ja, immerhin. Haben wir alles schon? Gott sei Dank kein Tresor. Okay. Na, zumindest habe ich nicht mehr so ein Frierungsproblem gerade. Kälte. Na jetzt auch, ich habe ein paar warme Klamotten gefunden. Sehr schön. Guck mal hier noch vorher. Ja, und hier rein, aber das hier ist doch bestimmt der Klo. Die Klos sind ja immer so verbarrikadiert. Naja, ist das Klo. Oh. Doch. Jetzt in Blau. Nee, Wrench brauchen wir nicht, ne? Haben wir ja 2 Fünfer. Ah ja. Hätte ja sonst was gefehlt. Na komm, mach. Mal wieder was trinken. Sind ja schwer am Arbeiten hier. Naja, das steht dann unter Überladen, ist ja noch nicht viel. Das macht er noch nicht.
Gut, dann jetzt nach oben. Wirklich. Weil der Mobbit kommen wir ja weiter weg. Ne? Ja. Wirklich Autoteile und so gab es jetzt leider auch nicht. Warum sind es jetzt hier Waffenteile? Ach schade, eine Axt. Okay, irgendwie will das Spiel scheinbar, dass ich Blitz spiele. Ja, siehst du, wenn du dich schon nicht entscheiden kannst. Weil ich sag mal, Frost macht schon Spaß, aber ich find's halt viel zu stark. Mit der verlangsamen Aura, das ist schon. Ich glaube, das ist einfach, ne? Ja, ich sag mal, da kannst du die Hordennacht doch alleine machen, ewig lange. Ja, mein Blitz. Ah, dann ruckelt's bei dir stärker, ne? Mhm. Blitz hat mehr Effekte. Ja, haben wir das fertig? Komm mal, Jungs. Ups. Reicht das? Ah. Hui. Haben wir hier sonst noch was? Was haben wir hier? Die Firefuckers. Ja, gehen wir hier mal gucken. 1500 Eisen im Berg. Ah. Kann man nur mal mitnehmen, ne? Jo. So, jetzt wieder mal ein bisschen Holz. Hat er gerade schon Angst, dass es wieder ein Feraler ist? Okay. Entschuldigung. Gut. Ah ja. Du hast die Feuertreppe genommen, hä? Entschuldigung. Na, sei doch immer nicht so langsam. Oh, danke. Mhm. Oh, dann bin ich auch langsam wieder voll. Oh, er hat den richtigen Weg genommen, ist ja nett. Moment. Ich warte schon mal darauf, dass wir wieder eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Bin da noch so langsam sogar überfüllt wieder. Los. Natürlich.
dachte ich gerade, da ist jemand gelaufen neben mir. Ach, der hält natürlich wieder auf. Na komm. Erstaunlich leer hier. Moment. Schweißbrenner. Oh, na, nice. Aber hallo. Gelohnt hat es sich. Ihr lohnt. Das heißt, beim nächsten Mal dann auf jeden Fall, wenn ich wieder zu Hause bin, dann kann man. Dann können wir loslegen. Naja, das ist das hier. Gucken wir mal. Oh. Dann nehmen wir die auch mit. Ist ja egal. Na, es sind schon wieder Klos, ne? Ja. Da geht's dann noch hoch. Ah. Ja, ist jetzt nur schlecht, ne? Hier mit dem. Obwohl, wenn er fertig ist, geht's ja. Dann müssen wir uns nur merken, dass da dann. Ah, gut, hier ist ja nicht mal was. Hm. Mal den schon mal reparieren. Dann, wieder zu Hause, was? Dann den. Dann können wir vielleicht sogar das Minibike bauen. Damit nur mal gucken. Aber ich habe es jetzt nicht so im Kopf. Dann aber müssen wir E-Autos zerlegen, ne? Ja. Und so. Na komm, gib wieder. Oh, es ist 19 Uhr. Oh, perfekt. Dann kann ich mir auch mal Heimweg machen. Na. Gut, dann. Oh ja, wir sind auch ziemlich langsam jetzt. Obwohl es geht. Was ist denn das? Dann geht's jetzt. Heimweg. Und zwar da lang.
Ach ja, hier so ein Pseudo-Händler. Sieht ganz cool aus so mit meinem Sweatshirt und so. Ja, jetzt einfach gerade ausfahren. Und es ist nicht mehr kalt. Wichtig. Sehr schön. Jetzt können wir auch dann mal generell in die Stadt radeln. Na ja, uns echt die Ausdauer ausgegangen. Was zieht uns denn Ausdauer gerade ab? Ach ne, das ist das Durchsprinten, hm? Okay. Dann können wir da noch das Titan einschmelzen. Und vielleicht Titanwerkzeug. Ne, eigentlich können wir es sogar wirklich bauen. Das ging ja. War ja schon farbig. Eingeschmolzen ist es. Und wenn man Schmelztiegel dann im Grunde nur bauen. Aber gibt jetzt einiges, was ich dann so ein bisschen mal in Auftrag geben werde. Jo. Und wuff. Das Gute ist, man hört ja dann, wenn sie anklopfen, ne? Jo. Ich glaube, ich habe sogar eine coole Idee, wie man das machen kann, dass man das schützen kann, ohne dass man Elektro-Stuff braucht, aber man selber nicht andauernd aufpassen muss. Ja, werden wir dann brauchen, bestimmt. Ah, ich wollte dann auch das Werkzeug noch einmal upgraden, ne, damit es ein bisschen höher ist. Irgendwo hier so. Oder? Was hier? Werkzeugherstellung, was fehlt denn? Ach, Spieler Level 80. Na gut, wir sind 54. Ja, dann kann ich es auch so erstmal dann herstellen, der Titan war. Reicht auch. 80 ist ein bisschen weit weg. Ja, braucht er dann auch wieder neue Pfeile. Dann brauchen wir die kleinen Schmieden eigentlich gar nicht mehr. Also da würde ich da nichts mehr einschmelzen, sondern in die große. Na, ich mach da ja nur Ressourcen. Weil es auch so wirkte, als wäre es halt nur halb so teuer. Raus, ne? Na, halb so teuer, nur so wirkt es zumindest. Wir sind durstig. Wer denn hier unten mal noch ein zweites Lagerfeuer hinbauen? Darf ich mal Knochen und so einschmelzen? Für Kleber? Wird man unten ja auch wieder brauchen, ne? Ja. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Hui. Mal kurz was trinken.
ist es ja. Oh, ich hält. wo ist das Fahrrad jetzt? Da. So. Dann das erste, was wir machen. Wir packen in die Metallwerkbank den Schweißbrenner und machen jetzt den Schmelztiegel. Was? Schmelzschmiede gibt es auch noch? Laser Multitool. Energiezelle. Okay. Ja, wie hieß denn er hier? Oder baue ich den hier? Schmel. Dann mal nur Tiegel. Tiegel. Oh, wie hieß denn das Teil? Crucible. Ja, stimmt, auf Englisch finde ich es eher. Crucible. Schweißbrenner required. Also baue ich den doch hier, oder? Crucible. Ja. Okay, erstmal ein bisschen ausräumen. Schon ein bisschen besser. Na, da geht noch ein bisschen was. Ja, für die Fruchtsalat bräuchte Bananen. Kann ich das dann so auch so verarbeiten? Was habe ich da jetzt für ein Tool? Mal kurz gucken. Ach, 20% mehr XP. Verdammt. Okay. Ja. Munition. Waffenteile. Rüstung meine ich. Waffen nicht. Okay, oh Gott, wo waren denn die Militärrüstung dann hier, oder? Ja. Hier war noch Munition. Warum war's? Da. Und da. Nee, doch nicht. Kommt hier rein. Steinpfeil kann weg. Glas. Du kommst hier mit rein, du kannst weg. Haben wir noch einen Zauber. Und dann kommt der Rest, glaube ich, nach oben. So, die Gläser. Oh, oh, die sind voll schon. 500 leere Gläser passen in einen. Medikamente. Dosen und hier die Eier. Wo kommt denn das Schmutzwasser hin? Zu den leeren Gläsern? Ja.
Gut. Hui. Hey. Das war so ein Typ vom Vordertür. Ach, hast noch so ein Tor extra gebaut, ja? Ja, ich dachte, das sind zwei Kühe. Kann weg. Okay, jetzt wollen wir den Crucible kaufen, bauen. Wir brauchen Mechanical, Stein, Erde, Eisen. Mechanical, Stein, Erde, Eisen. Oh. Mechanical, Stein, Erde. Ich muss mal Autos dann auseinandernehmen, wie ja, sie ja, aussieht. Ja, das meinte ich ja. Wir müssen den Autos zerlegen. Was fehlt? Oh, Erde fehlt. Hast du noch Erde? Nee, okay, ich hab's gerade so. Was fehlt denn jetzt? Eisen fehlt. Okay, 23 Minuten dauert da. Huch, ja, jetzt hat er. Wie sieht's denn jetzt hier aus eigentlich? Mini. Na. Inni. Okay, also dann demnächst Erde sammeln und Autos zerlegen. Ah, ich kann das. Wirklich das Minibike komplett bauen. Kann er uns zwei Stück bauen. Brauche ich nur die Mechanical Parts. Ja. Wunder. Dann gehe ich nochmal kurz so ein Auto auseinanderzwirbeln. Hast du geschmiedetes Eisenbahn auf der Idee? Nö, soll ich? Ja, ja, so wegen Werkzeug und dann. Das würde ich dann noch in der alten Schmiede machen. Zum Rausziehen. Genau. Und dann aber halt wirklich Neues nur in die neue. Also können wir im Grunde in die neue schon mal was reinhauen. Dann nehmen wir mal. Ach, du bist gerade an der dran. Kannst du es ja mal. Okay, dann mache ich. Nehmen wir erstmal 2,5. Ach, perfekt. Die braucht ja auch einen Werkzeugkasten. Wir haben ja einen zweiten. Ja, dann machen wir hier einen Cut und beim nächsten Mal geht's richtig los. Bis dann!